Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier am verschleierten Altar des Hermes und wir machen jetzt mit der Marmorjungfrau da unten weiter. Ich überlege gerade, wie ich da am klügsten runterspringe, ohne direkt auf die Fresse zu bekommen von den Statuen. Ich glaube, das ist schlecht. Nein, nee, wir laden hier oben. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Okay, da ist die Statue. Im letzten Part haben wir halt das Ding da oben fertig gemacht, haben eine neue Fertigkeit bekommen. Bisher noch keine einzige, die ich nutze. Warum kann ich die nicht töten? Würde ich sagen, spring einfach hier hin. Geh hier runter. Ach, da ist sogar noch ein dritter. Der sieht mich da zum Glück noch nicht. So, der sieht mich auch nicht. Dann kann ich hier sogar die Statuen getrennt töten. Indem ich einfach... Also, ich müsste hoffen, dass ich sie getrennt töten kann. Indem ich einfach... die versuche von einer wegzuhalten. So eine von einer versuche wegzuhalten. Wir sollen eine Opfergabe aktivieren oder finden für unser Ostraker. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Wir werden das schon rausfinden. So. Dann können wir hier nochmal gucken. Versuch mal, dich zu töten. Du bist tot. Opfergaben. Wo sind denn Opfergaben hier gelagert? Auf dem Boot vielleicht? Aber auf dem Boot kann nicht sein. Ja, wo soll es denn sonst sein? Also ich hätte erwartet, dass die hier irgendwo liegen. Aber hier sind ja keine Opfergaben. Oder übersehe ich gerade was Grundsätzliches? Aber wenn, dann würden die ja hier um die Statue liegen. Oder gibt es noch eine andere, wo es halt besser passen würde, also einen anderen Ort. Okay, das war cool. Hätte ich ihn, glaube ich, gekrittet. Ich hätte erwartet, dass das genau hier liegt. Ich glaube, das gucke ich mal schnell nach, weil ich wüsste sonst nicht wo. Weil das ist die Marmorjungfrau am Fluss Styx. Und das ist doch der Fluss Styx hier. Und die guckt, also die hat ja hier lang geguckt auf das Lager der Rebellen. Oder gibt es hier noch einen auf dem im Wasser? Wir können ja mal kurz den Fluss lang machen, bevor ich gucke. Beschleunigen. Ich wollte gerade mit RT beschleunigen, das geht ja zum Glück nicht. Wieder so Spaß machen. Hallo. Irgendwie ist hier nicht so viel los. Aber gab sich das Rebellenlager auch noch irgendwo anders als Ort? Das hier war der Rückzugsort. Hier war das Lager der Sterblichen mit Adonis Rebellen. Aber gab es das nicht auch hier noch? Irgend so ein Ort? Da sind Ruinen. Aus der Blutlinie, drei Gipfelkreuzung. Treuen Anhänger. Ich meine, ich habe doch irgendwo mal was von Rebellenlager gelesen oder Lager der Rebellen. Adonis Gärten. Das könnte natürlich hier sein. Wenn das irgendwie nach... Also hier ist ja... Naja, oder? Hand des Hades. Wie hier? Ich habe gar keine Ahnung, wo es war. Marmorjungfer. Ich muss ja irgendwas mit einer Marmorjungfer zu tun haben. Hier ist Strom, aber das wird es nicht sein. Die waren es auch nicht. Also hier sind wir das Styx, der Fluss. Das weiß ich schon mal. Geist Einkehr ist es nicht. Demeters Traum ist nicht. Das Anwesen ist nicht. Getreuen Anhänger. Getreuen Wächter. Eisenhutblumenbeet. Marmorjungfer. Ach, gar keine Ahnung. Wo ist das denn?
Hermes Werkstatt. Also das hier könnte es vielleicht sein. Aber irgendwie macht es alles für mich nicht so viel Sinn. Es könnte natürlich auch hier irgendwo sein. Ich würde sagen, ich gucke einfach mal kurz nach. Gut, ich habe nachgeguckt und es hat absolut nichts mit dem Punkt zu tun, wo ich gerade bin. Es hat was hiermit zu tun. Es ist einfach hier oben. Warum auch immer. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg, machen dann diesen Punkt, weil das ist anscheinend auch so eine Statue dahinter. Und klar, die guckt da auch hin, aber meine Statue hat doch auch dahin geguckt, oder? Habe ich das komplett falsch gedeutet? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, kann man so oder so sehen. So, dann hier lang springen und wir wollen dann hier runter. Ja, okay, da ist die Mauer, Jungfrau. Und da ist noch eine, okay. Aber das ist ja kein kaputtbare oder kaputtmachbare. Oder doch? Naja, sonst hätte ich ja schon den Ort bekommen. Ich weiß auch nicht, warum das Spiel so gemein zu mir ist. Da sehe ich schon wieder Statuen. Zwei Stück. Sehe ich hier auch Isu. Ich glaube, hier ist einer, ja. Und da ist einer. Problem ist jetzt, dass sie wahrscheinlich voneinander töten kann. Ariadnes Felder. Piss dich, Mistvieh. Also töte ich dich noch. Aber ich glaube, wenn ich ihm... Er guckt mich jetzt nicht wirklich an. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit getarnt bin, er sieht trotzdem, dass da was passiert. Ich hätte gerade Angst, dass sie jetzt richtig sauer auf mich werden. Aber zum Glück nicht. Die kann ich wahrscheinlich auch voneinander fernhalten. Bin ich mir aber nicht sicher, ob das so leicht geht. Ich habe halt echt das Problem, dass ich so wenig Schaden mache bei den Gegnern. Also ich one-hit ja keinen einzigen mehr mit einem Attack, dass ich halt richtig Probleme mit dem Adrenalin habe. Nur mein Adrenalin fühlt sich einfach nicht mehr, weil ich einfach so viel schwere Gegner habe, dass ich immer ein kritisches Attentat machen muss. Okay, perfekt. Wenn das so funktioniert, ist natürlich optimal. Und das ist auch so dumm, dass man einfach im Kreis laufen kann, um was aufzufüllen. Gib mir bitte auch einen Crit. Na, schade, der... Der hat mich schon fast getötet, weil er mich zweimal getroffen hat. Ein geiles Spiel. Gibt nichts Besseres als sowas. Okay, wir müssen jetzt dahin. Und mit der Marmorjungfer nicht reden, aber halt hingehen. Und das Item finden. Oder den Iso-Schaden, das Ostraka lösen, wie man es nennen möchte. So. Also man hätte darauf kommen können, dass vielleicht von hier aus die da hinguckt. Aber hieß das nicht Marmorjungfrau? Wir können mal gucken. Die Augen der Marmorjungfrau, das sieht für mich nicht aus wie Marmor, ganz ehrlich. Deshalb hätte ich das auch niemals so gedacht. Okay, jetzt haben wir noch diese beiden Punkte und den da oben auch noch. Scheiße, stimmt. Das heißt, wir begeben uns mal zu diesen Hermesflügeln. Und versuchen noch die Festung und den letzten Punkt diesen Part zu lösen. Mal gucken, wie wir das schaffen werden. Also Festung habe ich schon wieder gar keinen Bock. Da habe ich ja richtig Spaß gehabt das einmal. Vielleicht mache ich doch erstmal den Punkt außerhalb. Also den dahinter. Na ja, los, mich dahin zu reiten. Ein bisschen Olivenholz mitnehmen, immer wieder wichtig. Wieso finde ich hier so viel Stein? Also ich drücke immer Y, weil ich die Bäumchen einsammeln möchte und von den Steinen sehe ich nicht mal was und ich nehme trotzdem mal mit. Den hier so weit zusammen mittlerweile. Okay, wird auch eine Marmorjungfrau sein oder Jungfer. Eine Statue, ein Mensch oder ein Isu, zwei Isu. Sie werden mich
3 ISO, Mist. Aber ich glaube, die kann ich relativ gut töten. Ist hier irgendwo ein Schatz oder was ist hier? Ach doch, da, okay. Davon ist auch eine Marmorjungfrau. Sind hier 2? Ach ne, warte mal. Wieso? Wurde mir das gerade so weit weg nur angezeigt. Ich weiß noch nicht, wie ich meinen Attentatschaden steigern kann. Gleich habe ich hier unten das Ding. Aber ich habe hier 138.000. Und ich mache so irgendwie nur, keine Ahnung, wie viel Tausend. Oder ist das genau der? Weil sonst müsste ich ja richtig auf Attentatschaden gehen. Okay, es sind 300.000. Wenn ich 3,5-fachen Schaden mache, kommt das in etwa hin. Hm, vielleicht soll ich dann doch eher davon was verwenden. Ich hoffe, dich kritisch weg. Leider nein. Böser, komischer Typ. So, dann können wir jetzt den hier endlich töten. Meine Fresse, war schon wieder knapp, ey. Ah, ich hasse es. Da vorne ist die Akropolis von der werten Dame. Ich würde sagen, bevor wir die Akropolis dann machen, wahrscheinlich im nächsten Part, werden wir erstmal die restlichen Punkte vorher machen und gehen dann erst am Ende hoch. Ich glaube, danach wird dann auch dieses Gebiet hier recht schnell beendet sein. Was mich auch sehr freuen würde, weil... Hätten wir wieder ein bisschen Progress, also ich habe gedacht, so ein kleines Gebiet passt schon, aber wir sind hier schon ziemlich lange unterwegs. Ich habe allein heute schon wieder 6 Parts, glaube ich, aufgenommen. Grabstätte der königlosen Königin. Okay. Uhu, eine neue Festung. Richtig Bock drauf. Es wäre halt irgendwie cool, wenn das nicht so komplett auf Kämpfen abzielen würde alles. Okay, man kann hier anscheinend doch hoch. Das heißt, sie bräuchte das hier gar nicht. Aber weil wir jetzt schon gerade sind, gehen wir auch hier rein. Also der ganze DLC ist hauptsächlich immer nur Kämpfen und auch gegen richtig starke Gegner fühle ich einfach nicht. Hätte man komplett anders gestalten sollen, meiner Meinung nach. Ich wusste auch nicht, wie man das am besten macht. Also irgendwie so ein bisschen mehr Geschichte reinbringen, was interessant ist. Und nicht halt nur kämpfen. Na, Rätsel würde ich ja auch eigentlich kotzen, aber weiß nicht. Irgendwie hätte ich mehr Bock auf Rätsel als auf das hier. Okay, da unten ist anscheinend noch eine Statue und das ist super. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ja, das glaube ich tatsächlich auch, Cassandra. Da könntest du mit Recht haben. Und das ist, glaube ich, auch noch die größte Festung, die ich bisher hatte. Frage, wie weit die halt wirklich gehen. Ansonsten kann ich die einfach hier runter jeeten. Aber ich denke, ich jeete ihn einfach komm. Ach, Cassandra, warum denkst du, dass ich da rauf möchte? Nein, ich möchte nicht auf diese scheiß kleine Barrikade. Ich wollte einfach nur, dass du da runterläufst. Dann wirst du das nicht so weit werfen, aber. Wir müssen 1000 Millionen Sachen machen, ne? 4 Fackeln, 5 Reserven, 6 Schätze, 3 Befehlshaber. Also, gibt doch nichts Besseres als das hier.
Und hier ist auch irgendwo die Anführerin, oder? Da sind noch 1 Million Elite-Gegner. Gibt doch nichts schöner. Atlante, die Jägerin. Ich habe hier nichts zum Verstecken, ne? Ist eher so semi-cool. Nein. Unhöflich. Jetzt haben wir wieder 6 Skillpunkte, das heißt, ich kann schon wieder. Moment, habe ich nicht gerade das welche verwendet? Okay, da ist eine Statue. Da habe ich wenig Lust drauf, mit der zu kämpfen gerade. Also von der Statue versuche ich mich erstmal fernzuhalten, außer ich brauche noch welche, um den Einfluss komplett runter zu prügeln. Klar, ich brauche ja nicht 100%, aber ich will halt 100% vom Einfluss runtergeprügelt haben. Na scheiße, da muss ich das sowieso machen, weil er mir schon wieder gerade zu nahe kommt. Ich hatte gerade keinen Rückweg. Hier hätte ich sogar was zu verstecken gehabt, aber die Leiche ist ja direkt weg, weil wir den Skill gekauft haben mal. Ich würde sagen, dich nutze ich zum Farmen von Adrenalin. Gibt es überhaupt irgendwas, was... Ja, okay, da oben... Na doch, da sind mehrere Sachen, die ich machen muss. Und hier unten machst du schon mehr Funkelgeräusche, also von dem Ding hier, ne? Ja, jo. Ich glaube, hier bin ich angekommen. Ja, unten steht mein Pferd. Da bin ich dann hochgekommen. Gib, 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 gib. Das wird zerstören. Den werde ich auch fürs Farmen benutzen, weil er auch recht alleine steht. Und da oben muss ich wieder richtig was benutzen. Also ich würde halt gerne meine, also eine andere Rüstung benutzen, aber ich habe halt so einen guten Effekt da drauf, dass sich das einfach nicht lohnt. Also dieses 25% Schaden auf alle Fähigkeiten ist halt echt richtig stark. Ansonsten würde ich hier halt irgendwie noch Attentatschaden irgendwo rauf machen. Ich hatte auch noch eine Waffe gezogen. Ich will doch gar nicht. Natürlich kommt jetzt beide hier hin, ganz klar. Okay, hat ja aber gut funktioniert, muss ich sagen. Ach, dich versuche ich auch nochmal zu fahren. Ach scheiße, das war ein Fehler. What the fuck? Was zur fucking Hölle ist denn los mit euch? Das habe ich gemacht, um ein bisschen Leben zu bekommen. Hallo! Ja, klar, jetzt friert das gerade ein, gerade wo ich meine Attacke mache. Aktuell will ich auch gar nicht fliehen, werte Dame. Aktuell will ich dich töten. Ich weiß gut, dass sie ausweicht, ich aber trotzdem eigentlich treffe. Also ich habe sie ja getroffen, sie ist halt nicht wirklich ausgewichen. Also nicht physisch.
Wird nur die Invention gemacht. Und ich werde dann immer noch getroffen, wenn ich scheiße. Ja, halt die Fresse, Junge. Bisschen Leben wiederholen. Den dafür nochmal töten. Da oben ist noch einer. Mein Gott, was ist denn hier los? Aber wie viel ist denn hier oben unterwegs? Also ganz ehrlich, was? Du tötest einen Gegner ausnahmsweise mal laut, dann sieht dich ein Ding. Okay, das war schön irgendwo. Aber dann ist gleich alles voller Gegner, die dich überall töten. Woher kommt ihr alle? Wieso hast du eigentlich schon Schaden? Habe ich dich schon mal geschlagen oder angeschossen oder irgendwas gemacht? Ich verstehe es nicht. Ist hier noch jemand wütend auf mich? Ja, der da unten könnte, also der da könnte mir nochmal gesehen haben. Was für ein fucking Leuchtfeuer. Okay, von ist eins. Ja, okay, sehe ich ein. Und mit so einer Attacke hat mich der Eintümer getötet in dem letzten... in der letzten Festung, als ich alles getötet hatte. Ganz ehrlich, ich finde, diese Festung ist viel zu groß. Weißt du, du machst einen Fehler, alles ist scheiße. Wir überziehen so maßlos, weil ich die Festung jetzt fertig machen will. Also das muss hier rauslaufen, speichern oder im nächsten Part weitermachen. Und eigentlich will ich jetzt erstmal Pause machen, weil ich gar keinen Bock mehr habe, ey. Also ganz ehrlich, diese Festung ist so beschissen im Spiel. Also in dem Spiel ja, aber besonders hier. In dem DLC. Hallo Freund. Habe ich den gerade gewone-hitted? Interessant. Die da oben sind natürlich auch gerade wach. Ja, okay, macht Sinn, weil das Leuchtfeuer ist an. Ist trotzdem scheiße. Okay, wo haben wir denn noch überall Sachen? Da unten. Oh Gott, hier ist ja alles voll mit Sachen, die ich noch tun muss. Ich kann doch Attentouch haben schon doch so höher machen, ne? Bei Fähigkeiten. Also Crit ist natürlich auch cool, aber wir wollen Attentäter und Attentatschaden. Machen wir auch nochmal um 3 Punkte höher. Bringt zwar nicht so viel, aber immer ein bisschen. Wo sind die eigentlich zusätzlichen Wachen hin? Also sollten hier irgendwie gekennzeichnet werden? Okay, meine paar Prozent haben es natürlich nicht gebracht. Habe ich irgendwo erwartet, aber finde es natürlich trotzdem ein bisschen schade. Die sind wahrscheinlich, also sie ist wahrscheinlich auch gesichert mit Statuen, oder? So wie die letzte. Weil wenn nicht, dann würde ich... Na, einen ist da. Natürlich bewegst du dich jetzt gerade weg. Fick dich. Jetzt kannst du dich nicht mehr verstecken. Sie kämpfte wie ein Tier. Ja, das stimmt. So. Dann. Ach Gott, jetzt habe ich es losgelassen vorher. Warum? Also ganz ehrlich, warum hat der das jetzt gesehen? Es war doch keine.
komische Dings hier, wie das Aktivieren von den Dingern. So wie mir der Spieler schon erklärt hat. Meine Fresse, Alter. Ist das hier so ein Kotzen? 25 Minuten schon. Wie viel müssen wir noch tun? 2 Befehlshaber, wuhu. 3 Reserven, endlich. 4 Schätze, super. Ich sehe noch nicht alle. Doch, da unten sind noch welche. Meine Güte, seid ihr nervig alle. Gib mal her. Ich glaube, Statuen muss ich nicht mehr kaputt prügeln. Allein schon mit den restlichen Fackeln würde ich das, glaube ich, schon hinbekommen. Und ja, stimmt, ich habe die Fackel da vorne vergessen. Müsste ich euch nochmal nachholen. Da ist die nächste Fackel. Das ist gut. Dich töte ich mal normal. So. Warum hat er gerade Schaden bekommen dadurch? Und hier oben ist nochmal ein Vorrat. Meine Fresse, ich glaube, es wird ein 30-Minuten-Part. Und wenn Cassandra sich dazu entscheidet, einfach nicht zu klettern. Eine Fackel noch, ein Befehlshaber, 2 Reserven und 4 Schätze. Oder waren es mittlerweile nur 3? Nur 3. Ach, ist das jetzt dein Scheißernst, dass du hier reingehst? Also das ist mindestens eine von den Statuen, auf die ich keine Lust habe. Teil des zerrissenen Rezeptes, okay. Schwingenbogen. Rückstoß? Warum soll ich das haben wollen? Sonst ist doch immer ein Vorteil, wenn man keinen Rückstoß hat. Okay, dich töte ich jetzt wieder. Du bist ein normaler. Ja, es könnte sein, dass du einer von den... in den Hades mit ihnen. Was war das? Dass ich das alles zerprügelt habe? Ich meine ja... wahrscheinlich schon. Weil ich alles zerprügelt habe. Okay, wir haben einen neuen Bogen, nämlich den hier. Der Jägerschaden höher macht, aber ansonsten nicht so viel. Schade. 5000 ist halt schon ein bisschen was. Okay, was müssen wir noch tun? Wir müssen da runter. Und wir müssen da noch was stehlen. Würde ich sagen, bewege ich mich mal ganz entspannt da runter. Also da vorne scheint es, als wäre das die Unterstützung gewesen. Da angekommen ist, weil die als Vierergruppe da sitzen. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich einfach die Unterstützung komplett ignoriert. Dann würde ich sagen, holen wir uns den Mist hier. Und springen dann hier runter und machen da den Rest fertig. Ein Befehlshaber, ein Schatz, eine Reserve und eine Fackel. Fackel ist da. Befehlshaber ist da, Reserve ist da, Schatz ist da. Problem dabei ist nur, dass hier alles voller Leute ist und ich das nicht so cool finde. Das war nicht mein Plan. Und da sind noch Statuen. Hm. Einfach mal durchschleichen, hoffen, dass wir nicht getötet werden von allem Möglichen hier. Die hat sich relativ gut versteckt, muss ich sagen.
weil die nur so halb drüber guckt hat über das ja, Gras. Über die Blümchen. Blümchen passt, glaube ich, ganz gut. So. Weg mit diesem ISO-Schmutz. Das ist ein halben Part, hänge ich extra ran, nur weil ich diesen Scheiß fertig machen will. Und also wenn wir fertig mit dem Gebiet haben und, so, und sonst haben noch. Haben sonst aber noch viel zu tun. Oder haben wir noch viel zu tun? Okay, da ist eine Statue. Das könnte scheiße werden. Okay. Wo kommst du auf einmal her? Oh, gar keinen Bock auf die alle. Bunk. Bunk. Na, auch meine Fresse nicht schon wieder einfrieren. Ich hab doch gar keinen Bock da drauf. Gott, was ist denn los? Warum sind so viele Leute hier? Okay, wer hat hier noch gerade... du hast ja noch was vor. Meine Fresse. Jetzt haben wir es. Jetzt müssen wir nur noch alles andere machen. Okay, ich habe nicht mal das Ding da verbrannt. Warum auch immer. So, darf ich das jetzt bitte... Es hat doch... Also, es ist doch sogar kaputt gegangen, theoretisch. Okay, wenn ich das zerstöre, wird wahrscheinlich die Statue sauer. Das heißt, es ist nicht mal die hier sauer geworden, sondern eine andere noch. Das heißt, ich hole mir erstmal diesen Schatz. Spring dann ganz schnell weg. Also, ich gehe jetzt da in das Haus rein, schieße auf das Ding, hau ab und hoffe, dass die Statue mich einfach in Ruhe lässt. Mist, ich kann nicht von hier treffen, ne? Ich hasse mein Leben. So. Minimals nach links. Ach, das kriege ich nicht hin. Das geht mit dem Controller nicht. Und dann haben wir hier vorne noch was. Und ein Fragezeichen. Wo ist das? Marmorjunker, wo ist sie denn? Ich würde sagen, mach ich es auch noch schnell, weil ich einfach jetzt schon so weit überzogen habe, da können auch die letzten paar Minuten hier das mitmachen. Also ich finde es gar nicht. Meine Fresse, das ist anstrengend, dieses Spiel gerade. Ich hoffe, hier ist einfach Ruhe und ich muss keine tausend Sachen machen. Einfach nur hier reinschwimmen und da ist niemand drin und alles ist fertig. Sonst haben wir immer noch die Axt. Falls wir noch Luft bräuchten. Okay, geht schon direkt hoch. Perfekt. Da ist dann eine Kiste, die wir natürlich mitnehmen werden.
Wow, Schmutz, danke für nichts. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Schieben kann ich es nicht. Meine Fresse, Cassandra, sollst du das Ding hier anfassen? Da ist was im Weg. Okay, das kann ich nicht bewegen. Ah, hier ist noch was. Okay, das ist ein einfaches. Wo will ich denn überhaupt hin? Weiß ich das? Also irgendwie bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich würde sagen, das machen wir erstmal nächstes Mal. Ich hoffe, es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.